Halt mal, ich wollte die Kerze noch anzünden. Scheiße, ey, der Docht ist zu hoch, aber ich habe keinen Bock, den jetzt abzuschneiden. Ich habe vorhin schon ein bisschen abgemacht, außersehen. Ah, mein Nagel. Mann, ich hasse das. Warum habe ich kein Stabfeuerzeug? Hol bei mir eins. So faul. Okay, ich versuch's mal mit Hexenkraft. So einfach geht das. Nein! Sing das Lagerfeuerlied, das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-N-D-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, denn es dann. Darum sing es doch ganz einfach mit. Bom, bom, bom. L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-N-D-D-Lied. Okay, hi Leute, zurück zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meiner Schwester Vajo. Hello. Ihr könnt ihr gerne auf Musical.ly folgen, falls ihr das noch nicht tut. Ich verlinke euch ihr Instagram und ihr Musical.ly mal unten in der Infobox. Heute machen wir zusammen eine Transformation. Ich werde meine Schwester in jemand anderes verwandeln. Und zwar in meine Wenigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo gesehen habe oder wie ich darauf kam, keine Ahnung. Aber ich hatte die Idee schon länger im Kopf, dass ich sie mal so zurecht mache, wie ich mich immer zurecht mache. Und es gibt einen bestimmten Look, den ich ziemlich gerne trage und eine Zeit lang sehr oft getragen habe. Ich versuche euch mal ein Bild, ein Musical.ly oder eine Videodatei einzublenden. Das ist der Look. Es ist ein sehr dramatischer Look, was sehr auffällig ist. Ausgerechnet heute bin ich so nicht geschminkt, aber ich bin auch so nur geschminkt, wenn ich feiern gehe oder wenn ich einfach mal voll Bock drauf habe. Aber ich finde den Look super cool und wir werden sie heute in CeCe-Licious 2.0 verwandeln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Ich benutze jetzt alle Produkte, die ich auch immer benutze. Aber falls ihr mal so ein Make-up von mir sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und zwar benutze ich jetzt von Alcina den Skin Manager. Und das ist wie so ein... Da brauchen wir nur einen Pumpstoß. Das ist wie so ein... Wie soll ich das erklären? Ich ziehe mal kurz meine Ringe aus. Wie so ein Primer. Guck mich an. Weil wenn ihr den drauf macht, dann merkt ihr halt voll, dass die Haut sich ganz anders anfühlt. Die ist dann so... Das riecht aber gut. Die ist dann einfach so... Die wird einfach voll matt davon. Und das ist einfach eine super Grundlage, um das Make-up zu verteilen oder um die Foundation aufzutragen. So. Und unsere kleine Maus hat hier auch zwei Pickelchen, die wir abdecken müssen. Weil die CeCe hat nicht so viele Pickel, aber egal, die kriegen wir auch abgelegt. So, und was ich noch erwähnen möchte, ist, dass ich bei meiner Schwester die Foundation benutzen werde, die ich immer benutze. Deine Blicke sehe ich übrigens. Das heißt, es wird sehr, 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 sehr dunkel sein, dass ich ihren Hals auch mitschminken muss, sonst sieht man den Unterschied einfach. Wir machen es genauso, wie ich es immer mache, deswegen auch meine Produkte. Deswegen auch eine sehr dunkle Foundation, weil ich hier ein sehr dunkler Hauttyp bin. Ich benutze einmal von Maybelline, die Fit Me Foundation in der 120. Ich muss euch sagen, mittlerweile ist die mir auch schon ein bisschen zu dunkel, weil ich nicht mehr ganz so braun bin. Aber die geht noch. Und meistens mische ich die noch mit der NYX Foundation. Das ist die 02. Oh mein Gott, ist das dunkel. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera auch sieht, aber das ist extrem dunkel. Voll orange. Ja. Okay, du guckst jetzt nicht mehr in den Spiegel. Damit das hier alles schön so schwer überraschend bleibt. Junge, 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 ist diese Foundation dunkel. Okay, jetzt kann ich Naomi John auch verstehen. Sie beschwert sich immer so, dass sie die Foundation in den Haaren hat, bei den blonden Haaren. I feel you, girl. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier keinen Make-up-Rand schaffen, weil den würde man durchaus sehen. Das wieder abzuschminken würde, ist mein Spaß. Okay, hier unten ist noch ein bisschen weiß, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Produkt. Sie sieht aus wie so eine 15-Jährige von damals. Kennt ihr die noch, die sich immer so krass geschminkt haben, die immer so viel zu dunkel waren? Meine Schwester. Du gehst mit dem Beauty Blender so ab wie so ein Traktor. Du bist aber auch Käse. Wird Zeit für den Urlaub, guck mich mal an. So, nochmal drehen. Noch ein bisschen verblenden. Aber jetzt, wo du so dunkel bist, kommen deine Augen voll raus zur Geltung. Sieht krass aus. Mach ich später erstmal Musical.ly. Okay, ich würde sagen... gut aussieht, ne? Wir kommen zum nächsten Step und ich mache dann eigentlich immer meine Augenbrauen, deswegen mache ich das jetzt auch bei ihr. Und auch die Augenbrauen sind bei mir ja viel, viel dunkler als bei meiner Schwester, aber auch die müssen wir natürlich gleich nachmachen. Deswegen mein Augenbrauenprodukt, was ich auch sonst verwende. Okay, ich benutze als allererstes diese Bürste, um das erstmal durchzukämmen. Meine Schwester hat natürlich jetzt auch eine ganz andere Form, aber ich muss auch sagen, auch sie hat von Natur aus dunkle Augenbrauen, so wie ich auch.
Ich versuche mal die Form, die ich habe, ein bisschen irgendwie nachzumachen. Okay, ich muss sagen, die Augenbrauenform von mir und die meiner Schwester sind sich eigentlich sehr ähnlich. Aber meine Schwester hat hier unten halt noch voll viele Härchen, aber die kann ich jetzt nicht zupfen, weil sie zupft noch keine Augenbrauen, sie ist erst nur 12. Aber wenn die weg wären, wären unsere Augenbrauen eigentlich gleich. Okay, machen wir die andere Seite. Okay, das hätten wir geschafft. Ich bürste die jetzt noch ein bisschen durch. Das mache ich nämlich auch immer, gerade vorne. Weil ich vorne immer so einen Strich ziehe. Den verblende ich immer hoch, weil ich das nicht mag, wenn das so kantig aussieht. Zumindest vorne nicht. Wie bei mir auch, eine Augenbraue ist schöner als die andere. Also, das sind immer Geschwister, das sind keine Zwillinge, sagen wir mal so. So, das Ganze fixiere ich mit Augenbrauengel. Okay, next step sind die Augen. Ich benutze keinen Augenprimer, auch nicht, wenn ich so ein extremes Make-up trage, weil ich sehr trockene Augenlider habe und das Gefühl habe, das trocknet es einfach sehr aus, wenn ich die drauf mache. Deshalb benutze ich ein bisschen Concealer. Falls ihr euch jetzt wundert, hey, du hast doch den Concealer unter den Augen und so vergessen, das benutze ich auch nie, weil ich keine Augenringe habe und auch sonst keine Pickel im Gesicht habe. Deswegen Concealer benutze ich eigentlich auch nie, außer ich benutze es als Primer. Mach mal zu. Ich mache da wirklich auch nur so ein bisschen drauf, einfach, dass der Lidschatten so ein bisschen besser hält. Aber wie gesagt, ich habe halt schnell das Gefühl, dass solche Produkte meine Augen sehr austrocknen. Okay, zu. Gut, kommen wir zum Augen-Make-up. Und dafür benutzt CCLicious heute die Delicious Palette von W7. Das ist halt einfach die Palette, die ich ziemlich häufig benutze für diesen Look, den ich meiner Schwester jetzt schminke. Okay, first step. Ich glaube, ich hole euch erstmal ein bisschen ran. Okay, ich hoffe, ihr könnt das jetzt einigermaßen gut erkennen. Okay, der erste Step, den wir durchführen, ist einfach einen matten, hellen Ton nehmen. Den gebe ich auf das gesamte Lid. Um das Lid erstmal auf den Lidschatten vorzubereiten. Meine Schwester hat voll die kleinen Lider, das ist voll schwer. Schön zulassen die Augen, ja? Okay, nächster Step. Da benutze ich diesen Ton hier. Das ist so ein helles Rosa, helles Flieder, sowas irgendwie. Das kommt in die Lidfalte. Das ist unsere Transition Color. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zu der Farbe. Und zwar benutze ich da, ich benutze diesen Ton hier. Das ist ein Pink, ein sehr starkes, dunkles Pink. Okay. Das gebe ich jetzt in den Außenwinkel. Wenn wir gleich ein bisschen Fallout haben, ist das nicht schlimm. Ich habe absichtlich erst die Foundation drauf gemacht. Das ist halb so wild. Den bekommen wir weg wieder. So, und das Ganze geben wir auch noch in den Innenwinkel. Das geht nicht. Und verbinden tun wir das Ganze wieder in der Lidfalte. So, dann nehmen wir uns einen Blenderpinsel und versmoken das Ganze ein bisschen, dass es einfach nicht so hart ist. Und das waren jetzt die ersten Schritte. Dann benutzen wir jetzt diesen dunkleren, also jetzt den dunkleren Pinkton und einen Real Techniques Pinsel. Das ist so ein kleiner Lidschattenpinsel einfach, der auch ein bisschen lockerer gebunden ist. Und damit gehe ich jetzt nochmal an die Seiten. Das heißt, innen nochmal entlang und auch außen nochmal entlang, um den Look so ein bisschen zu verstärken. Und verblende das Ganze wieder mit meinem Pinsel. Ich kann den Look auch gerne mal für euch filmen, wenn ihr den sehen möchtet. Also an mir, wie ich ihn bei mir schminke, falls euch das interessiert. So, und diesen Schritt wiederhole ich jetzt noch zweimal. Das heißt, noch zweimal drüber gehen und verblenden. So, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Schritt. Und zwar brauchen wir dafür wieder unseren Concealer. Ich benutze übrigens da den von Maybelline, den Fit Me Concealer. Aber das ist völlig egal. Ihr könnt auch eine Eyeshadow Base benutzen. Und den gebe ich jetzt hier in die Mitte vom Auge. Und zwar dort, wo kein Lidschatten ist. Also wo ich es ausgelassen habe, wo ich keinen Lidschatten haben wollte.
Dann nehmen wir uns einen hellen Lidschatten mit Glitzer. Das ist hier der dritte aus der Palette. Besser ist es, wenn man den Pinsel noch anfeuchtet, aber ich mache es jetzt so. Und gehen dann über den Concealer drüber. Ihr könntet das Ganze auch mit dem Finger zum Beispiel über den Concealer geben, wenn ihr das wollt. Und damit wir uns den Look nicht kaputt machen, gehen wir jetzt nochmal in das Pink. Und nochmal an unsere Seiten, damit das Ganze so verstärkt bleibt und von dem Concealer nicht kaputt gemacht wird. So, das blende ich jetzt auch ganz leicht nur aus. Müsst ihr wirklich ein bisschen aufpassen, dass ihr euch das hier nicht wieder versaut. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier unsere Reste beseitigen. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen Foundation, das gebe ich jetzt nochmal hier unten hin. Die andere Seite genauso. Damit können wir einfach den Lidschatten entfernen, ganz leicht. Den wir hier ein bisschen haben vom Fallout. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Man kann auch, also wenn ihr den Look jetzt zum Beispiel an euch schminkt, könnt ihr auch erst die, das Augen-Make-up machen, also erst den Lidschatten. Weil normalerweise macht man das ja auch so, dass man erst das Make-up macht, wenn man so einen krassen Look schminkt, damit man keinen Fallout hat. Aber das ist jetzt hier auch nicht so schlimm. Einen hellen, beigefarbenen, matten Ton nochmal. Und damit gehe ich jetzt unter ihre Augenbraue. Dadurch, dass ihre Augenbrauen halt nicht gezupft sind und ihre Lider auch ziemlich klein sind, fällt das ein bisschen schwer und der Effekt ist nicht so da wie bei mir jetzt zum Beispiel. Aber vollständigkeitshalber machen wir das natürlich auch. Nächster Step ist, dass wir natürlich die untere Wasserlinie auch betonen und das mache ich auch mit dem Pink. Ich habe jetzt hier einen viel kleineren Pinsel geholt, so einen spitz zu laufenden, das ist immer besser damit. Mit diesem Real Techniques Pinsel zum Beispiel kann ich auch ganz leicht unter meine Wasserlinie, aber sie hat halt auch viel kleinere Augen als ich. Okay, und dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil vom Augen-Make-up. Ich benutze jetzt hier diesen Glitter-Eyeliner in der Mitte. Und zwar kommt der über unseren Concealer. Komplett drüber. Beiden Seiten. Man kann auch loses Glitzer nehmen. Aber dann müsst ihr halt auch Glitzerkleber nehmen. Also ich benutze jetzt hier die Revolution Make-up Palette in der Sorte Medium Dark. Du lässt die Augen schön zu, ne? Und in dieser Palette befindet sich Konturzeug, und zwar so Creme-Kontur. Und damit konturieren wir jetzt. Machen wir einen Fischmund. Aber Augen zulassen. Sicilisches. Das geht so gar nicht. Als nächstes benutze ich einen weiteren Konturton. Einen purer Konturton. Und das ist aus der NYX Palette, aber die zeige ich euch jetzt lieber nicht, weil die ist die absolute Katastrophe. Und das kommt über die Kontur. Das heißt Stirn. Leuchtet meine Haare noch? Jo. Aber was zieht die mir die Ohren lang? Bald hab ich ihn aus! Ich mach den Hals jetzt auch ein bisschen mit. Das mache ich bei mir im Normalfall nicht, weil ich ja, ne, das passt ja. Aber sie ist halt so hell. Und hier unten. So, das verblende ich jetzt mit einem größeren Pinsel nochmal, dass wir nicht so harte Kanten haben. Okay, und dann können wir uns auch schon weiter den Augen widmen. Und zwar Lashes. Ihr wisst, ich klebe immer Lashes, deswegen... Machst du keine Eyeliner? Doch, der kommt auch noch. Werden meiner Schwester natürlich auch Lashes geklebt. Ich habe jetzt hier so welche, die sind nicht ganz so extrem, weil sie halt einfach Probleme damit hat, die zu tragen. Die mag das nicht. Ich mache da jetzt erstmal ein bisschen Kleber dran. Also die Wimpern trocknen jetzt. In der Zeit ziehen wir einen Eyeliner. Normalerweise trage ich einen Wingliner. Aber bei diesem Look mache ich jetzt nur einen Liner, damit der Wimpernkranz verdichtet ist. So habe ich das vorgestern, glaube ich, auch getragen. Deswegen kein Wing.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen auf die Wimpern warten, die sind nämlich noch nicht ganz trocken. Und in der Zeit benutzen wir ein Öl für die Lippen, schau mal, um die vorzubereiten. Ach so. So. Und wir können schon mal unseren Highlighter drauf machen, weil ich zwei Highlighter-Produkte benutze immer. Und zwar einen Flüssig-Highlighter von NYX. Der kommt einmal auf die Nasenspitze, auf das Lippenherz. Und dort, wo man Highlighter natürlich aufträgt. Und dann verblende ich das ein bisschen mit dem Beauty Blender. Beziehungsweise der ist von Real Techniques, das ist gar kein Beauty Blender. Da muss man auch relativ schnell sein, weil der sich sehr schnell absetzt und dann bekommt ihr das nicht mehr verblendet und habt dann halt vor dem Balken. Deswegen muss ich mich da ein bisschen beeilen. So, und dann benutze ich den Highlighter-Pinsel und die Revolution-Palette und auch diese Palette ist schon ein bisschen mitgenommen. So, und dann highlighten wir überall, wo ich gerade den Flüssig-Highlighter auch drauf gemacht habe. So, in der Zeit, in der das jetzt trocknet, mache ich ihr die Lippen. Dazu benutze ich von NYX diese Lip Cream in der Nummer 20. Ne, normal lassen. Hier ist ein Fussel. Okay. Die Lippen schön normal lassen, ja? Was mir jetzt gerade schon auffällt, ist, dass meine Schwester halt nicht so volle Lippen hat wie ich. Gerade die Oberlippe ist bei ihr sehr dünn. Deswegen müssen wir da ein bisschen tricksen. Okay, die Lippen sitzen auf. Das muss jetzt auch kurz trocknen, damit wir da einen Lipgloss drüber geben können. Gucke ich nochmal kurz nach den Wimpern. Oh, die sitzen gut, aber noch nicht aufmachen. So, und das ist eigentlich ja schon der Look. Da muss jetzt noch die Wimpern noch ein bisschen getuscht werden. Gerade auch die unteren und die mit den oberen müssen noch verbunden werden. Die Lippen müssen noch geglosst werden und dann ist sie schon fertig. Ich bin ein bisschen excited, muss ich sagen. Jetzt gebe ich ihr noch ein bisschen Lipgloss über die Lippen und das ist von P2 der Volume Revolution Concealer. Concealer, genau, der Lipgloss. Der ist waterproof, also wasserfest. Ich weiß jetzt nicht, wie ein Lipgloss wasserfest sein kann, aber gut. Das ist die Nummer 020 Roses for Rebels und das kommt über den Lipgloss. Man könnte auch diese matten Lippen zum Beispiel tragen, das mache ich auch häufig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses Matte an mir persönlich nicht so. Deswegen mache ich da meistens noch ein bisschen Gloss drüber. Mach nochmal. Okay. Ich finde, das completet den Look einfach ein bisschen. Okay, mach die Augen auf. Ah! Zu! Ihre Augen sind so cool. Ich wusste es, ich hatte da so ein Gefühl. Okay, guck mich an. Auf. Warte. Nicht lachen. Auf. Geht die nicht auf? Die Auge? Das eine Auge. Doch, beide nicht. Die kriegt die Augen. Jetzt ist die geklebt. Ich hab die Augen zugeklebt, warte. Leute, ich habe mich gerade schon tot gedacht. Also ich wusste ja, dass das Ergebnis wahrscheinlich krass sein wird, ne? Aber das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich finde diese 1 zu 1 aus wie ich. Das ist das Ergebnis, so sieht sie jetzt aus, die Olle. Klar, man sieht hier, ne, weiß und dunkel, aber was ist das? Ich zeige es euch jetzt nochmal von nah. So Leute, wir haben meiner Schwester gerade noch große Ohrringe angezogen und das Oberteil hier und die Lederjacke, weil ich das ja eigentlich auch so immer anziehe. Und ich finde, sie sieht wirklich jetzt aus wie ich. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wir zeigen es jetzt mal unseren Eltern. Sie sind sie schon aufgeregt? Okay. Und wie? Ich bin immer aufgeregt vor Auftritten. Okay, seid ihr bereit? Ja. Vollkommen, ja. Augen zu, beide Augen zu. Aber wirklich zulassen. Vollkommen. Okay. Ich präsentiere euch die neue Sissi Licious! Sissi, Sissi, Sissi! Ja, du bist ja wonderful, Baby. Das ist ja total schön. Okay, was sagt ihr? Sieht's aus wie ich? Ganz genau so. Fantastisch. So Leute, ich habe mich jetzt kurz umgezogen, Locken gemacht, weißes Top an, Lederjacke, geschminkt und ja.
andere Doppelgängerin. Nee, aber sieht schon krass aus, oder? Sie hat halt blaue Augen, ich habe grüne, aber sonst. Ja, lass los. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen und unterhalten hat. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder und danke fürs Zusehen. Ciao. Bye. If you lost your way, I will leave the light on.